Hallo, ich grüße euch. Es geht um den dritten Teil unserer Reihe über den Wahlbetrug in der BRD. Diesmal geht es um die Landtagswahl und Bundestagswahl 2009 in Sachsen. Wir haben einen Landesverband Sachsen gehabt. Ich war dort lange Zeit Vorsitzender. Wir haben auch die Kandidatenliste aufgestellt. Also es gab eine Liste mit 10 Kandidaten, die bereits ohne Wahlanfechtung gewählt worden war und auch gültig war und auch eingetragen war und noch eingereicht wurde. Ja, aber dadurch, dass ich und noch ein paar andere Leute, die keine Kompromisse mit der Wahrheit machen wollten, vorne dran standen und das einigen Leuten nicht gepasst haben, haben sie versucht, eine andere Liste hinterherzuschieben. Und ja, das ist natürlich nicht so einfach. Man muss natürlich dann schon erstens mal nachweisen, dass die erste Liste ungültig wäre. Das war nicht der Fall. Und man muss nachweisen, dass die zweite Liste gültig war. Ne? Also die zwei Bedingungen müssen erfüllt sein. Und werden jetzt feststellen, dass es nicht so war. Zunächst mal ging die Veranstaltung im Ricarda-Hochhaus am 10.01.2009 eigentlich ganz normal los. Wir hatten auch nicht unbedingt den Eindruck, dass es auf eine Konfrontation hinausläuft. Am Anfang war das eigentlich relativ gelassen. Wir hatten uns zu viert dort eingefunden. Man war etwas erstaunt, dass ich dort auch mit erschien. Aber es ist ja eine Wahl immer öffentlich. Wenn es eine öffentlich wäre, wäre sie ganz ungültig. Ja, es gibt also keine Kandidatenaufstellung von Parteien, die geheim sind. Muss auch rechtzeitig eingeladen werden und so weiter. Ich habe zum Beispiel mal schon mal keine Einladung gekriegt. Also das wäre schon der erste Wahlanfechtungsgrund. Und die zweite Geschichte war, dass wir gesagt haben, okay, wir protokollieren alle vier, damit, wenn irgendwas ist und nur einer behauptet, das und das wäre gefallen, ist es ja wenig glaubwürdig, wenn die anderen drei das nicht feststellen. Und wir haben gesagt, wir protokollieren so viel wie möglich, so viel wir aufnehmen können, damit wir dann hinterher, wenn wir übereinstimmende Bemerkungen in dem Protokoll haben, dass wir dann gesichert davon ausgehen, dass es alle vier, zumindest aber drei gesehen haben. Also eine deutlich mehrheitliche Wahrnehmung. So, und die Sache ging also los und der alte Bundesvorsitzende hat nur gleich ordentlich vom Leder gezogen, hat mich und drei andere unmöglich gemacht, also Unwahrheiten verbreitet und das war also an der Grenze des Erträglichen. Und meine Freunde, die also noch mit saßen und auch Rederecht hatten, die haben sich dann entsprechend beschwert und auch war in einer deutlichen und klaren Weise auch mal gesagt, was die Bibel davon hält. Und die Leute waren, die das betroffen hat, waren natürlich ein bisschen verschnupft und haben dann, ja, wie es eben so ist, getroffene Hunde bellen, eben zurückgeschossen und Redeverbot erteilt. So. Obwohl es keine Störung war, sondern einfach nur eine Verteidigungsrede gegen eine unberechtigte Anschuldigung. Damit haben wir schon den ersten Wahlanfechtungsgrund. Also der zweite, der erste war ja mein, dass ich nicht eingeladen war. Der zweite, dass in einer Art und Weise Redeverbot erteilt wurde, obwohl das dort an der Stelle überhaupt nicht zum Zug kommen kann, weil Redeverbote gibt es eigentlich nur, wenn die Verhandlung gestört wird. Ne? Das lag nicht vor. Die dritte Geschichte war, dass es nach dieser, ich sag's mal, Kampfrede wieder eine Vorauswahlsgeschichte gab, dass gesagt worden ist, also wer die Wahl hier anfechtet, hat ein Parteiausschlussverfahren zu befürchten. Das ist also schon ein weiterer Wahlanfechtungsgrund, schon alleine das reicht, damit alle wieder nach Hause fahren können. Und ja, damit hat man also die Leute auch schon mal eingeschüchtert. Uns hat das nicht weiter beeindruckt, weil je mehr Revisions- und Anfechtungsgründe vorliegen, desto besser. Also haben wir die Sache erstmal laufen lassen. Es kam dann dazu, dass dann die Wahlurne ausgereicht wurde. Man hat natürlich gedacht, dass es eine vorschriftsmäßige Wahlurne ist, also geschlossenes Gefäß mit einem entsprechend kleinen Schlitz, dass man also dort nicht mit der Hand reinfassen kann und dass der Füllungsgrad unter der Hälfte ist. Ja, was dann rauskam, war eine offene Schale, milchig gelb, wenn ich mich noch richtig erinnern kann, oben offen, also ziemlich breite, wie eine größere Obstschale, würde ich sagen, aus Plastik, durchsichtig. Und dort wurden die Zettel von einem Notizblock reingelegt. Also der Notizblockzettel wurde abgerissen, immer, also mit dem Stimmvorschlag beschriftet, dann zugeklappt und dann in diese Schale gelegt. Das war die sogenannte geheime Wahl. Und das hat natürlich keine Chance, die Anforderungen einer Wahlurne zu erfüllen, beziehungsweise auch die Anforderungen einer geheimen Wahl zu erfüllen, weil so ein Notizzettel halt durch die innere Papierspannung entweder aufgeht und nach einer gewissen Zeit man also
von der Seite, wenn diese Schale vorbeigereicht wird, sehen kann, wie abgestimmt worden ist. Also sowas hat mit einer Geheimwahl nichts zu tun. Es gab auch mehrere Wahlgänge, wo eine Auswahl der Reihenfolge, wo ich mir nicht ganz sicher bin, dass das wirklich nach dem Statut und nach dem Wahlgesetzen so geht. Ist aber nicht weiter schlimm. Die fatalen Geschichten reichen bis dahin schon, aber man setzte dann noch einen drauf. Es wurden also die ganzen Zettel aus dieser offenen Schale auf den Tisch getan, dann entfaltet, offen hingelegt und dann kam der neue Bundesvorsitzende mit einer Digicam und hat erstmal alle fotografiert. Man muss also bedenken, vorneweg wurde gesagt, wer diese Wahl anfechtet, hat mit dem Parteiausschlussverfahren zu rechnen und dann stellt sich einer mit der Digicam hin und fotografiert die Wahlzettel. Die sind natürlich dann der Overkill einer gültigen Wahl. Und man hat natürlich dann erwartet, dass wenn es dann Wahleinsprüche gibt und dass man den Leuten auch deutlich sagt, dass eine uneidliche Falschaussage ja schon ein halbes Jahr strafbewehrt ist, aber eine Fälschung einer eidesstattlichen Versicherung durchaus mit 2 Jahren zu Buche steht, dann muss man schon sagen, da haben sie sich ordentlich aus dem Fenster gelehnt. Man hat also dann versucht, das Protokoll zu kletten und zu fälschen und dann 7 oder 8 Mal darüber abgestimmt, ob diese Veranstaltung, die es zur Wahl gab, überhaupt ins Protokoll aufgenommen werden sollten. Dann hatte sich hauptsächlich der alte Bundesvorsitzende stark gemacht, der dann immer gesagt hat, ja, die haben jetzt beanstandet, dass die Wahlurne offen war und dass sie durchsichtig war und dass sie die Zettel aufgeklafft haben und wollen wir das jetzt zu Protokoll nehmen, dann hebt doch mal alle bitte die Hände. Ja, wenn man dadurch dann sagt, also wer sie mal anfechtet, hat ein Parteiausschussverfahren, also haben sie das alles positiv abgestimmt. Also so war das Spiel. Also die hätten genau in dem Moment, wenn jemand gesagt hat, ja, das tun wir nicht aus dem Protokoll streichen, das geht nicht, dann die Leute aus der Partei ausgeschlossen. Das ist natürlich eine fette Nummer. So, und das ist 5, 6 Mal passiert und am Ende dieser Veranstaltung hat man dann in das Wahlprotokoll reingeschrieben, dass es keine Wahlanfechtung gegeben hätte. So, da ist man nicht nur frech, da ist man nicht nur dreist, da ist man nicht nur kriminell. Das kann ich eigentlich gar nicht in Worte fassen, aber die gesamte Mischung von den allen hat der Landeswahlleiter, das ist also eine Landeswahlleiterin, als eine gültige Wahl angesehen und hat also diese Liste dann auch aufgenommen. Und da kann man sich vorstellen, dass wenn die Mitglieder das erfahren haben und unsere Protokolle dann zu Gesicht gekriegt haben, haben die gesagt, also so eine Kandidatenaufstellung kann ich natürlich nicht genehmigen. So. Und da haben sich natürlich relativ wenige gefunden, die dann auch die Unterstützungsunterschriften einreichen. Ich persönlich müsste sagen, so eine Liste, mit dem Wissen, das ich hatte, so eine Liste kann ich keinem zur Unterschrift vorlegen. Ich habe mich daran nicht beteiligt, weil das hat nichts mit einer ordentlichen Wahl zu tun. Und da ist sofort mit meinem Widerstand zu rechnen. Das war vorneweg klar. Und die anderen, die ich kenne und die meine Überzeugungen kennen, die haben sich dann auch nicht dran geteilt. Und Ende vom Lied war, dass es dann zwar nicht gereicht hat, aber alleine die falsche Kandidatenausstellung macht diese Landtagswahl und auch die Bundestag ungültig, weil sie hätten ja die richtige Liste genehmigen müssen. Und da hatte der Bundesvorsitzende gesagt, nee, die wäre nicht gültig gewesen. Und es gab aber keinen Grund, die abzulehnen, weil es war ohne Wahlanfechtung durchgelaufen. Der ähnliche Makel ist, dass mein Name und noch 2, 3 andere gute Leute in unserem Landesverband dort mit auf der Liste erschienen sind. Ja, und damit haben wir eine Wahlfälschung und eine falsche eidesstattliche Versicherung. Und sowas alleine hätte dazu führen müssen, die Liste zurückzuweisen. Sie hätten die ursprüngliche Liste dort wählen lassen müssen. Ja, und dass das nicht passiert ist, hat dann damit zu tun, dass also Herrn Tillich und sein Kabinett nicht ordnungsgemäß ins Amt eingesetzt werden konnten 2009. Da kann man nur sagen, das ist ja schon eine schlimme Geschichte. Aber wir werden ja dann noch feststellen, wenn es um die Europawahl geht, dann wird diese ganze Sache noch fetter. Zu dem damaligen Zeitpunkt haben wir ja nicht gewusst, dass wir alle keine ordentliche Staatsangehörigkeit haben. Und das werde ich dann im 4. Teil noch zum Besten geben.